Moins und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Ja, was heißt neu? Also klar, für mich ist es neu, für euch wahrscheinlich nicht, weil Spec Ops allein ist ja nun schon eine Weile draußen. Wir zocken es heute einfach mal zusammen und deswegen drücke ich mal eine beliebige Taste, Leertaste. So. Dieses Spiel nutzt eine automatische Speicherfunktion, bla bla bla, kennen wir alles schon. Ich habe in das Spiel schon mal reingeschnuppert und deswegen gehe ich jetzt trotzdem auf Kampagne und man könnte jetzt das Spiel fortsetzen, aber wir wollen ja nun wirklich alles sehen, deswegen gehen wir einfach mal auf ein neues Spiel. Ja, hier war ich schon, Kapitel 2, 25 Minuten, die Aufnahme war jetzt aber nicht so ganz das, was ich wollte, also gehen wir auf Leer. Kampfeinsatz ist halt so die normale Schwierigkeitsstufe, ansonsten haben wir noch Strandspaziergang, Selbstmordmission und Fuba. Dazu müssten wir das hier machen, aber das möchte ich nicht, deswegen gehen wir auf Kampfeinsatz, weil ich bin nun auch nicht gerade der übelste Pro-Gamer. Ne? Wisst ihr Bescheid? Dann starten wir mal in die Action. Langsam und ruhig halten! Hast du den Verstand verloren? Komm her! Geht's auf jeden Fall schon mal gut ab. Okay. Abi! Das war nicht der letzte! Ich sehe sie! Ach so. Wir dürfen denn hier natürlich gleich in die Action starten. Bam, war die mal weg. Stirb. Los, los, los. Genau, spring mal raus. Vielleicht aus dem Fallschirm hast du Glück. Na los. Stopp. Und den auch noch. Schieß. Mach ich doch, genau. Oh, da haben wir einen Hochler drin gehabt. Tut mir jetzt nicht leid. Oh hier. Das war zu knapp, Walker. Schalt den Kerl aus. Mach ich. Sobald die Schützen erledigt sind, ist es eigentlich ganz entspannt. Ja Gott, wie viele sind das denn noch? Scheißegal, halt das Ding ruhig! Genau, halt das Ding ruhig, dann vom Zielen. Bootskopf, ey. Ah. Zielen ist echt nicht so leicht. Komm, den hauen wir auch noch weg. Man sieht auch jetzt nicht so viel. Da ist noch einer. Werden wir sehen. Los jetzt. Mach endlich einen Abflug. Na, nicht so nah ran, bitte. Immer schön Dauerfeuer, wir haben ja hier unendliche Munition, wie es aussieht. Scheiße. Aua. Aua, das tut doch weh. Also man sieht zum Schluss nichts mehr. Nun lad schneller. Früher. Sieht doch gemütlich aus. Schön die Sonne. Liegt ihn auf dem ist Bett und gammelt. Ist John Calvert der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai, habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen.
Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Oh je. Aber er ist am Leben. Hey Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klar, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Ah, wir sind Special Guest. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Sprinten. Okay, in Deckung gehen. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Oh. Auf jeden Fall ist es ein bisschen zu ruhig. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Aber die Aussicht ist doch mal mega pornös. Alles klar. Ja. Hier so. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Ja. Hey, hier ist dein Seil. Ah, da haben wir was zu tun. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir erstmal ihn abseilen. Hui. Hui. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission, denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Die Waffe wechseln. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie. Wir fliegen heim. Cooles Fadenkreuz. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für 3 eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tu ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen.
Die Szene hat ein bisschen was von The Walking Dead. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Nur aus Militärsicht. Oh je. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. Oh je. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Oh, oh. Ah, das war nicht die Frage. So. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Oh. Ich muss sagen, diese Fliegen hören sich auf Kopfhörern richtig unangenehm an. Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was schon, Unji? Mein Kaffmesser am Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Alles klar. Verdammt, wer sind die Kerle? Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen! Nur zu! Oh. Die hören bestimmt auf zum Ballern, damit du telefonieren kannst! No! Noch irgendwo jemand? Hey, wo denn? Da. Da links über die Düne kommt noch mehr! Oh. Ich geb Feuerschutz! Du rennst! Genau, rennen. Entschuldigung für die kleinen Ruckler mal zwischendurch, aber ist nun mal so. Granate! In Deckung! Wo steckt der? Reklametafel da drüben! Da oben. Sag Bescheid und ich schalte ihn aus! Lugo, schalte ihn aus! Na dann los! Ja, Sir! Genau! Das macht man ja oft so. Auf den Boss! Schalt ihn wir aus! Wir haben Besuch! Die Schweineabdeckung! Feind ausgeschaltet! Sie bewegen sich! Da kommt noch welche aus dem Brandcontainer! Lade nach, gib mir Deckung! Und das unsere Munition auch schon alle. Na toll. Na komm mal. Rüber zu dem Container! Also ich musste echt gucken, dass du irgendwie Munition kriegst. Sieht so nicht so geil aus. Na denn, auf zum Container. Walker, die Tür! Yes, wow. Aber original so Walking Dead. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrols. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Jacke! Scheiße, Marsen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt!
Und dann machen wir uns mal auf. Da sind sie! Oh. Mein Gott, Mann. Mann. Wir müssen das AG ausschalten. Schalt das AG aus. Wir sitzen fest. Los, mach weg. Schalt es aus. Vorsicht. Danke. Auf dem Schuppen. 12 Uhr. Auf dem Schuppen. Lade nach. Lade nach. Mit dem. Hier lang. Okay, gucken, ob wir irgendwo noch ein bisschen Muni finden. Sieht mau aus. Ja, Munition voll von meiner Mikro-MP oder was? Mayday, Mayday, hier Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Martin ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Okay. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Kill sie, wir frischen uns hier. Schalldämpfer drauf. Fandambo, Ziel lokalisieren wir. Los, weiter, aber unauffällig. Okay, Entdeckung. Warte nach. Okay, müssen wir uns irgendwie vorarbeiten. Ziel eliminiert. Da hätten wir uns theoretisch eine AK holen können. Aber... nee. Okay. Tragfläche. Da. Vorsicht, Kontakt. Ziel am Boden. Ja, das war natürlich. Zieltechnisch für den Arsch. Ausgeschaltet! Leck mich! Logo! Feuer raus! Ja, ich schlag ihn aus! Feind bewegt sich! Vorsicht! Oh, Scheiße! Da kommt noch mehr aus dem Heck raus! Aufhalten! Alles klar, ich hab ihn! Das ist ja gar nicht, man. Alles muss man ja alleine machen. Okay, wir werden uns auf jeden Fall. Wir werden uns auf jeden Fall eine neue Waffe organisieren. Ne, keine Schrotflinte, bitte nicht. Nee. Guck mal hier. Das war schade mit dem Schalldämpfer. Aber wir nehmen uns jetzt mal die mit. Da,